So. Nächste Folge startet. Wir sind ausgeruht und wir verpissen uns direkt nach oben zu dem Astrologen. Und holen uns unsere Tinte ab, die wir dringend brauchen. Dringender als alles andere, damit wir das Buch machen können. Und damit wir ein besseres Gebet für morgen vielleicht schon machen können. Ja, wobei ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil ich habe nicht genug Gebet generell, um das, glaube ich, zu machen. Muss ich mal schauen, ich glaube es aber nicht. Dass wir wieder ein bisschen mehr bekommen halt. Oh Mann, wenn diese ewig langen Wege nicht wären. Puh. Nee, ich glaube, ich muss geradeaus. Da oben auf dem Ding ist ein Vogelnest, falls ihr es gesehen habt. Dum, 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 dum. Ah, da können wir auch eigentlich mal direkt ein paar Äpfel mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Zeit haben wir ja noch. Sollte also eigentlich kein Problem sein, wenn wir da die Äpfel gerade noch mitnehmen. Hallo, Mr. Astrologe. Was ist mit dem Necronomicon? Ich kann den doch nicht mal anquatschen. Der braucht, der will erst Säure und das Restaurierungswerkzeug haben. Ich verstehe. Ich brauche aber ein bisschen Tinte. Eine Feder. Was ist das? Ein Buch. Oh, ein Buch. Effekt bei Benutzung. Interessant. Was ist das? Ach, das ist ein grünes und ein rotes. Ach, das kann man bei dem auch kaufen. Ist ja interessant. Das muss ich mir mal merken. Plus 25. Wenn wir mal zu viel Geld haben. So, eine klaue ich mir mal. Dankeschön. Ja, was heißt klauen? Eine gönne ich mir mal. Danke. Gibt es denn hier noch irgendwas Interessantes mitzunehmen? Ah, ein paar Pilze. Da unten haben wir noch ein paar Äpfel. Die Pilze nehme ich auf jeden Fall. Ich muss dringend mal wieder Pilze braten. Ich muss dringend wieder Pilze braten. Und da kommt schon wieder die nächste Leiche an. Das geht ja wie im Taubenschlag hier. Wo kommen die ganzen Leichen her? Der Esel frisst die bestimmt alle so halber und kotzt die dann wieder aus. Und dann bringt er mir so wahrscheinlich. Der Esel ist schuld. Der ist so profitgeil, dass er die ganzen Leute umbringt und zu mir bringt. Oh, guck mal, hier haben wir ein Holz. Oder auch nicht. Dann halt nett. Dann halt nett. Da haben wir irgendwelche Ruinen. Die mir auch noch ein Rätsel sind aktuell. Ich bin gespannt, ob da auch noch mehr kommt. Wir müssten mal so ein bisschen die Stadt aufräumen. Ein paar Bäumchen. Da ist noch mehr kaputt. Guck, hier zum Beispiel könnte man alles aufräumen. Dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Ach, da kommst du ja wieder, du Arschloch-Esel. So, wir haben unsere Tinte. Wir können endlich ein Buch schreiben. Oh Gott sei Dank. Und mit dem Buch können wir dann unser neues Gebet machen. Wodurch wir dann wieder mehr mehr Glauben kriegen. Und mit dem mehr Glauben können wir dann wieder besser bauen. Und wir können jetzt endlich dank dem neuen Ofen auch endlich den Alchemietisch bauen. Oh, welche Erleichterung. Ja, genau. Renn gegen die Lampe. Warum nicht? So,
Hallo? So, wie sieht's bei dir aus? Oh, sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus, ne? Ich klaue mir aber trotzdem mal was. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Oh, nein, ist er nicht. Schick. Den kann ich eigentlich auch mal verbuddeln. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch eine? Nee, ich habe, glaube ich, keine Exhumierungslizenz mehr, ne? Und da könnte ich nämlich zum Beispiel die rausnehmen. Und die andere dann reinlegen, weil die größeres Potenzial hat. Gib mir mal eine. Dann nehme ich die nämlich mal. Ist glaube ich, nur noch die. Gib mir die mal her. Dann hat die nämlich deutlich mehr Potenzial nach oben. Und da macht es dann auch mehr Sinn, einen besseren Grabstein zu nehmen. Und eine Grabumrandung kann ich dann auch noch nehmen. Bringt dann auch noch was. Und dann geht es mal wieder an die Verbrennungsstation mit denen. So, dann brauche ich 24 Holz, damit ich das wieder mal verbrennen kann. Naja, gut, wobei, das kann jetzt erstmal ein bisschen warten, weil wir haben ja jetzt alles rausgenommen, was wir brauchen. Können jetzt erstmal um den Alchemietisch, der muss dringend gemacht werden. So, ach, Moment, hier habe ich ja noch das. Das Gedöns, wo hier rein kann. So. Quatsch, hier. Ach ja, ich konnte. Stimmt, ich wollte ja Sand schaufeln gehen und dann ging das ja nicht, weil meine Schaufel ja kaputt war. Stimmt, da musste ich ja wieder zurück und musste das ja abbrechen. Stimmt, da war ja was. So, dann gehen wir aber jetzt so. Oh, guck mal, da kriege ich sogar 10. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viele war das? Ich glaube, 12 habe ich gebraucht, ne? Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Zur Sicherheit. Weil ich glaube, den Sand können wir auch eigentlich immer wieder mal gebrauchen. Da macht das nichts, wenn wir ein bisschen mehr haben. So. Wo ist er? Hier. Gut, dann machen wir jetzt mal unser Glas. Ich glaube, wir hatten drei. Waren das sechs Stück? Nee, drei Stück waren es. Drei Stück, bitte. Und während das hier am Kokeln und am Braten ist, können wir eigentlich mal ein bisschen Kohle scheffeln. Weil ja unsere ganze alte Kohle leider in dem alten Ofen drinne saß. Und der ja und 4000 Dinge ja irgendwie für den Arsch gewesen sind. Was ich eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die Kohle hätte ja beispielsweise auch mit rausploppen können, ne? So, aber ich kann jetzt ein Kapitel schreiben. Ein Kapitel schreiben, habe ich gesagt. Ein Kapitel schreiben. Ah, das war hier, glaube ich. Ein Kapitel schreiben. Ach stimmt, das Papier brauche ich dafür. Hier. So. Hier, Papier. Papier. Hä? Wo war das denn jetzt? Ah. So, Papier. Und jetzt kann ich ein Kapitel. Jetzt kann ich endlich wieder schreiben, Alter. Jetzt brauche ich drei Kapitel.
Jetzt brauche ich 3 Notizen für das Kapitel, das ich dann für das Buch brauche. Also ich muss das 3-mal muss ich das machen. Und theoretisch könnte ich sogar ein ganz gutes nehmen, aber brauche ich eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, egal. Jedenfalls für das ist das egal. Und warum soll ich da was Besseres machen, wenn ich auch ein altes nehmen kann? So, 1 haben wir. Das 2. haben wir jetzt auch gleich. Oh Mann, was das Energie braucht, ey. Das ist Wahnsinn. Und das 3. haben wir jetzt auch gleich, nachdem ich wieder ein bisschen Wein gesoffen habe. So, das haben wir fertig. Jetzt können wir das Kapitel machen. Juhu. Und dann schreiben wir ein Buch. Und dann haben wir ein Buch. Juhu. Boah, und da kriegen wir sogar richtig gute Punkte. Jetzt haben wir ein Büchlein. Ich freue mich, ich freue mich. Und mit dem Buch und genug Glauben war das, glaube ich. Wo war das denn jetzt hier? Genau, 7 Stück brauchen wir und dann können wir das die nächste Stufe eines Gebetes machen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir in der Kirche mehr Punkte. Kann ich mir vorstellen. Was ist das Kombo-Gebet? Ich kann doch, glaube ich, hier nachgucken, ne? Das Kombo-Gebet. Ja, 15 bis 60. Wir müssen also noch ein bisschen unsere Kirche aufwerten. Das heißt, wir werden da jetzt in den nächsten Folgen mal ein bisschen sammeln, weil 10 haben wir, 15 brauchen wir. Und dementsprechend, was können wir denn machen? Beichtstuhl. Ja, das reicht ja, wenn wir einen Beichtstuhl machen. Habe ich denn ein Bild von dem Beichtstuhl? Muss ich mal eben gucken. Rezeptfotos, alte Beichtstuhl, da haben wir ihn doch. So, den Beichtstuhl. Den mache ich mal, mach das mal ein bisschen kleiner, das ist ja riesengroß hier gestellt. So, den Beichtstuhl, da brauchen wir 16 Holzbretter und 6 gute Metallteile. Ach, stimmt, apropos, ich habe noch gar nicht gebetet und es wird schon dunkel. Das muss ich noch ganz schnell machen, weil wir brauchen halt wirklich jedes kleinste Futzelchen, das wir kriegen können. Und dann heißt das nächste Woche nochmal beten und dann müssten wir das bessere Gebet machen können. Und ich brauche jetzt erstmal was zu trinken, ey. Puh. Toll, 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 toll. Juhu. Alter, 42. Das hat jetzt aber mehr eingebracht als letzte Mal. Und es gab nur 3. Ja, das ist ja scheiße. Toll, ey. Hä? Okay. Warum? Keine Ahnung. So, das kommt jetzt auch noch weg. Und, ach genau, ja. Ich wollte hier sammeln für den Beichtstuhl. Da brauchen wir 16 Holzbretter und 6 gute Metallteile. 16 Holzbretter hoch. So, jetzt haben wir das. Ach ja, und das brauche ich ja auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht. 3, 4, 6. Doch, das reicht auf jeden Fall. Das reicht schon mal. 16 Holzbretter brauche ich. Holzplanke. 16 Stück. Und dann die 6 Metallteile. So, jetzt muss ich erstmal schlafen gehen.
So, und dann haben wir auch fast 30, wieder 30 blaue Popel. Da können wir auch mal gucken, was wir dann wieder aufwerten können. Oder ich warte am besten erstmal ab, was ich für das ein oder andere noch brauche. Gut. Ein Gefäß, yay. Geht zum Glück relativ schnell eigentlich. So. Ups. Und 6 gute Teile. Habe ich sogar noch genug Vormaterialien? Juhu. Und dann können wir endlich den Alchemietisch bauen. Vorausgesetzt, ich habe Energie. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass ich die Pilze in den Ofen schmeiße. Vorausgesetzt, wir haben noch... ich brauche Kohle. Ich muss jetzt erstmal den Alchemietisch bauen. Und dann brauche ich dringend Kohle. Halt hier lang. So, nicht den Alchemietisch. Ich meinte natürlich den Beichtstuhl. Der Alchemietisch, da brauche ich ja auch die Kohle für. Das heißt, wir huscheln dann hoch in unser Steinlager und hauen da erstmal die Kohle raus. Ach, was mache ich denn? Ich will doch hier hin. Hallo, jetzt... Was ist denn los? So, einmal den Beichtstuhl. Wie konnte ich das doch mal... Irgendwie konnte ich das, glaube ich, noch mal drehen. Wie war das? Ah, so. Auf R. So, wir haben einen Beichtstuhl. So, 15, yay! Sehr schön, sehr schön. Theoretisch müsste man eigentlich noch einen auf die andere Seite setzen können. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so tragisch. Kann man die eigentlich einschalten? Was für... Achso, stimmt, Kerzenständer, ne? Da muss ich eine Kerze raufsetzen. So, wir sind jetzt auf 15, wenn dann schon später die das neue Gebet dazu kommt. So, was, wo wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Ich muss aber schauen, weil ich habe hier nicht mehr sehr viel Energie auf nicht mehr sehr viel Haltbarkeit auf der Spitzhacke, dass ich die Spitzhacke erstmal repariere. Weil ich glaube, das wird definitiv nötig sein. Die lasse ich jetzt einfach mal hier. Die muss ich auch noch dringend wegtun da. Brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Das ist ja alles schon da. Einmal die Spitzhacke, bitte. Danke. So, ernten kann ich jetzt auch nochmal, dann gehe ich nochmal schlafen. Ach, ich mit meinen Fettfingern immer. Ich komme immer, weil es ist auf Q und nebendran ist ja direkt das Tab, wodurch man dann ins Menü kommt. Und ist natürlich extrem scheiße, weil man halt mit seinen Fettfingern da wirklich draufkommt die ganze Zeit. So, hier haben wir einmal Zwiebeln. Hä? Was machst du denn? Du Horst! Du sollst das hier pflanzen. Bist du blöd? Oh, hast du gut gemacht. Nein, du sollst das nicht unten. Du Vollidiot. Toll, ey. Jetzt ist da kein Dünger drauf gewesen. Meine Fresse, wie dumm kann man denn sein, ey? Ich mach da jetzt auch mal. Ah, hier haben wir noch. Haben wir noch irgendwas, wo man setzen kann? Nö. Überall zu wenig. Gut. Ach, Mann, ey. Jetzt kriege ich da wieder nicht genug Samen raus.
Ach komm, das setze ich jetzt eigentlich auch mal da dazu. Die auch. Ich möchte gerne mal wissen, was man damit macht. Weil essen will ich die nicht. Bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. So. Ach, guck. Was? Ich brauche das nicht mehr im Inventar zu haben. Ha! Ich brauche das nicht mehr im Inventar. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, wie geil ist das denn? Oh, danke schön, Leute. Ich brauche das nicht mehr im Inventar zu haben. Der hat jetzt Ausrüstungsplätze. Oh! Hab ich noch keine Angel gehabt? Naja, egal. Ich hab noch keine Angel. Okay, dann nicht. Ha, oh, oh, ist das geil.